Wenn der Fußball Wahnsinn eine Farbe hätte, dann wäre die mit Sicherheit Königsblau. Hallo und herzlich willkommen zum Legenden-Talk nach dieser unfassbaren Dramatik in Mainz. Das war zwar schon Freitagabend, jetzt haben wir Montag, aber das spürt man immer noch. Ne? Wir haben länger gebraucht. Klaus ist im Krankenhaus, ja. Nichts Schlimmes, aber kann heute nicht kommen. Deshalb neben Rüdiger Bramczyk Sigi Bönninghausen. Sigi, schön, dass du einspringen konntest, dass du mal wieder da bist. Ist ja nicht das erste Mal, dass du uns aus deinem Fußball-Sachverstand hier... Aus Verlegenheit hier, ja. Nein, du hast ja auch einiges erlebt bei den anderen Vereinen im Revier. Ne? Ist, glaube ich, der Einzige, der eigentlich Schalker ist und nie für Schalke bei den Profis gespielt hat. Hast du einen Einsatz gehabt bei den Profis? Aber du hast Essen, Bochum, Dortmund gemacht. Ja. Aber Schalke weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, Inter-Toto-Runde. Aber das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, ne? Internetrunde. Ja. Aber jetzt, weil wir haben ja gerade auch über den Heini Nikpo gesprochen, der heute ja Geburtstag hat. Ja. Glückwunsch genau. Für uns. Ja. Und Norbert, das war 75 Jahre, ne? Ja. Und schöne Anekdote nebenbei, der Heini war, also als ich das erste Mal bei den Profis mitgefahren bin ins Trainingslager, war der Heini mein Bettnachbar. Da kann ich mich dran erinnern, er wahrscheinlich nicht. Aber für mich war das damals dann eben auch Erlebnis gerade. Ja. Ja, du hast natürlich längere Zeit mit dem Norbert zu tun gehabt und Heini heißt er übrigens, haben wir uns gerade nochmal zusammengereimt, weil der zweite Vorname Heinrich ist. Genau, so ist es. Und Vorgänger Heini. Ich kenne ihn Heini aber auch nur unter Heini. Ja. Also hoffentlich haben wir jetzt nichts Falsches gesagt, dass sie jetzt alle Heini zu ihm sagen. Und also Norbert, sei nicht sauer. Er hat trotzdem nicht so gerne, alles nicht so Gute, gern mit dem Heini. Nein. Und die Freunde durften es sagen. Ja. Es gibt ja so einige Spitznamen bei uns. Fischken hat ja auch einen. Ja, gut, aber den sage ich auch jetzt nicht. Ich wollte ihn gerade sagen. Mein Gott, Walter. Ich wollte ihn raushauen. Ja, mein Gott, Walter, genau. Sagen wir jetzt nicht. Nein, super. Nein. Also schön, dass der Norbert hoffentlich kann das schön feiern heute. Und war ja ein super geiler Torwart, ein super Freund, super Kumpel. Und war auch immer einer gewesen, der gewinnen wollte. Und das war schon ein bisschen verrückter Typ. Der auch manchmal in der Kabine sitzen blieb. Und in Bochum haben wir auf ihn gewartet. Oder keiner hat auf ihn gewartet, weil wir auch nicht gewusst haben, dass er noch in der Kabine saß. Ohne Torwartspiel. Ja, haben wir gestern noch drüber mit Alter Lammig, ich war auf so einer Veranstaltung gestern da, haben wir auch noch drüber diskutiert. Dass der Alter hat gesagt, kein Mensch hat das gesehen. Wenn wir das gesehen hätten, hätten wir aufs Tor geschossen. Ja, dann wird die Frage, das ist eine schöne Regelkunde. Ne? Also normalerweise darfst du das Spiel ja ohne Torwart nicht anpfeifen. Ja, aber der Schiedsrichter hat es auch vergessen. Kannst du anpfeifen, aber wenn der Torwart fehlt, darfst du nicht anpfeifen. Jetzt hauen die aufs Tor, der Ball geht rein. Weiß ich nicht. Regelkunde, was passiert? Tor. Keine Ahnung. Ich glaube schon. Da können sich ja zahlreiche Leute, die jetzt zugucken, können sich ja melden. Ja. Norbert Nikpo berühmt auch für diesen Arm, aber ist nicht der Reklamierarm von Manuel N., sondern er hat immer diesen, ja, ist vorbei, ich habe es gesehen, Arm gehabt. Hat auch zu 98% geklappt, aber das eine oder andere Mal schlug das Ding dann doch ein. Ja, der Hanni, der hatte schon mal manchmal solche Ideen gehabt und trotzdem muss man wirklich sagen, ist also für mich, also mit einer der besten Torhüter, die Schalke hier überhaupt je hatten. Und wirklich, der hat auch Sachen rausgeholt und er war immer sehr, sehr ehrgeizig, auch im Training, wenn man gesehen hat, wie der fürchterlich trainiert hat. Also bei uns in den Sandgruben da, da hätte kein Mensch ausgehalten von uns. Und der hat trainiert im Sand, also wie ein Wahnsinniger und Hut ab. Also vom Talent her war er ja sowieso, aber dann noch so, sag ich mal, für sich selber so hart zu sein und also der Norbert war schon ein toller Typ. Oder ist ein toller großartige Typ. Reflexe auf der Linie super. Und alles, was der Torwart braucht, hat er gehabt. Einer der besten, die wir je hatten. Ne? Auch Nationalspieler, muss man dazu sagen. Ja, jetzt kriegen wir die Kurve mit dem Thema richtig gute Torwartleistung natürlich wieder zu dem Mainz-Spiel und der Kollege Zentner da von den Mainzern. Der hat das Ding aber verdammt lange spannend gehalten. Ich habe jetzt gedacht, du fängst mit unserem an, der ja nur einen halten konnte und den überragend gehalten hat. Ansonsten ja nichts. Und der Zehnte hat ja, glaube ich, wie der Name sagt, mindestens 10 rausgeholt. Ja. Ja, also auch ein Zeichen dafür, dass das ein sehr verdienter Sieg war. Aber auch wenn es in der Minute 90 plus 12 gab es auch noch nie, erst zustande kam. Dann vorher die Chancen. Also, wie wir nach vorne gespielt haben,
diese Konsequenz, dieses Tempo, dieses schnelle Umschalten und dann auch mit 4, 5 Mann gleichzeitig losgestürmt, das hat man vorher noch nie gesehen. Ne? Ja. Also, man muss vielleicht dann, ja. Wir haben ja vor Monaten hier gestanden und haben uns über die Leistungen, wie sie waren und was kommt, zu unterhalten und das alles nicht so richtig passt. Und jetzt hast du auf einmal eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die alle füreinander da sind, die alle rennen. Das ist nicht alles Gold, was da rumläuft und glänzt. Aber du hast nicht das Gefühl, dass die sich aufgeben. Also das war gegen Bremen ja schon. Da ging es ja auch immer weiter. Aber das Spiel in Mainz war, ich glaube, das beste Spiel, das ich von Schalke in den letzten Jahren gesehen habe. Also das war wirklich überragend. Also, kann man nicht anders sagen. Absolut verdient gewonnen. Ja. Ja, stimmt. Und ja, jetzt Feierabend. Mit tollen Toren. Mit tollen Toren, ne? Ja. Bülter erst ja. Wie Hannes Bongartz und Julian Draxler zusammen, ne? Mit den ganzen Übersteigern. Also das hat er toll gemacht. Das hat er ja schon mal ab und zu hier im Stadion gemacht. Aber diesmal hat er ja noch mal drüber gehalten. Also rechts, links. Ich habe eigentlich gedacht, naja gut, er kommt jetzt auf seinem Linken. Und sein Linker ist wahrscheinlich nicht so gut, dass er das Tor trifft. Das war ja auch ziemlich von der Seite. Da muss man natürlich sagen, da hat der Torwart natürlich meiner Ansicht nach nicht gut reagiert. Aber von so kurzen Entfernungen ist es natürlich schlecht zu halten. Aber Bülter hatte natürlich noch ein, zwei machen müssen. Aber ja, zumindest wie gesagt, eine in der zweiten hat. Ja, wie gesagt, das ist dann aber auch schon wieder, also der stand gut, der Torwart, wie wir schon gerade gesagt haben, der hat also sehr gut gehalten und wäre natürlich schöner gewesen, wenn wir da das 2-0 gemacht hätten und dann wäre das Spiel wahrscheinlich doch ein bisschen ruhiger gewesen, aber man sieht, die Mainzer haben sich auch nicht aufgegeben, ne, beim 2-2, dieser tolle Freistoß. Da habe ich schon gedacht, meine Güte, jetzt geht nochmal ein Ruck durch die Truppe wahrscheinlich und jetzt wird es nochmal eng. Aber unsere Abwehr stand diesmal super, das muss man wirklich sagen. Ja, haben die Stürmer, was sie auch nicht vergessen haben, die haben dann trotzdem, dass sie unter Druck geraten sind, in der Phase, als Mainz das 2-2 gemacht hat, immer wieder versucht, nach vorne zu kommen und hatten dann auch gute Kontermöglichkeiten. Da sind die Mainzer auch wieder einen Schritt zurückgegangen. Also da haben sie endlich mal dagegen gehalten und deswegen war es eigentlich ein überragendes Spiel. Von Schalker Seite. Ja, auch nach dem 1-1 hätte man dann ja irgendwie die Schulter sacken lassen können. Stattdessen nur ein paar Minuten später das 2-1 mit einer super Kombination. Ja. Ne? Auch eines der schönsten Tore der Saison, würde ich sagen. Genau so ist es. Und diesmal war es so gewesen, dass sie gekämpft haben, gezeigt haben. Und dann habe ich ja immer gesagt, ja, wenn wir mal vor sind, ja, dass wir mal ein oder zwei Tore führen, dann kann man anfangen, Fußball zu spielen. Und das haben sie auch gestern gezeigt. Also dann auf einmal lief das Bällchen sehr, sehr gut. Kaum Fehler gemacht im Mittelfeld. Die Abwehr stand super. Das muss man wirklich sagen, mit dem Sepp hinten drin. Also fantastisch. Die Stürmer, die waren abgemeldet von Mainz. Und das war natürlich meiner Ansicht nach unser hoher Sieg, dass die Stürmer da keine Schnitte gekriegt haben bei der Abwehr. Also beide Jungs standen gut. Und das muss auch so sein, wenn du Stürmer kassierst, in Bayern wird es wahrscheinlich genauso sein, aber da ist natürlich der Unterschied noch ein bisschen größer. Aber können wir ja gleich drüber reden. Ne? Ja, lass uns eben Mainz noch fertig machen. Also die Schlussphase dann. Ne? Dominik Drexler hat wahrscheinlich gedacht, hier gegen Bremen in der 90 plus 2 oder 3, da wäre er schon mit dem Siegtor. Weit vorne, oder? Hätte er was mit Drama hingekriegt. Ne? Hat der Bülter gesagt, halt mal mein Bier. Ich mach dir Drama. Da 90 plus 6 oder 7, wo der alleine aufs Tor zuläuft. Ja, und man hat sekundenlang Zeit zu denken, mach ihn rein, bitte. Ne? Und dann macht er ihn nicht rein. Und du denkst, jetzt ist alles vorbei. Mhm. Und dann gibt es noch diese Wendung, unfassbar. Ja. Elfer? Ja, Elfer. Regelwerk sagt Elfmeter. Wir haben ja auch schon darüber diskutiert. Gut, das Regelwerk ist so. Er hält länger, als vielleicht der Bülter zupft. Von daher ist das regelkonform. Aber über solche Sachen rege ich mich natürlich auf. Ich meine, jetzt ist es für Schalke gut. Aber ich finde, wenn, weiß ich nicht, von rechts eine Flanke reinkommt und die geht 4 Meter über die Abwehr hier an der anderen Seite ins Aus und da in der Mitte fällt einer um und da gibt einer 11 Meter, das kann es nicht sein. Also jetzt auch in der Situation, der hat keine Chance, an den Ball zu kommen, weil der Zehnter den Ball wegfängt. Ist aber kein Kriterium. Aber, nein. Ne? Der hat absolut. Ja vorher gezogen. Nein, wenn er schon den Ball gehabt hätte und der Bülter wäre es dann gefallen, dann hätte er ihn nicht gegeben. Er hat auch meiner Ansicht nach zu lange festgehalten. Ja, er hat ihn da gezogen, das Trikot, das war ja fast einen halben Meter weg gewesen.
Ja. Klar ist der Trainer von Mainz sauer gewesen, dass er gesagt hat, also bei jeder Ecke wird so gezogen und. Aber es ist nun mal so. Der eine hat mehr gezogen als der andere. Und es ist ja auch schon mal vorgekommen, wenn Torwart rausgekommen ist, der hat den Ball fallen lassen. Was wäre denn dann passiert? Ja. Ja, also das gibt immer wieder Möglichkeiten, man kann darüber diskutieren. Ja, Hitter, der hat ihn weggefangen und hatte ja eh keine Chance. Aber er hätte ihn auch fallen lassen können und Bülter hätte dann gestanden. Aber er hätte nicht hinkommen können, weil er gezogen worden ist. Ja. Also, wie der Sigi sagte, nee, ein klarer Elfer und Feier. Ja, nee, aber nochmal, das Spiel hätte ja eigentlich, das war für alle, die am Fernseher gesessen haben, man ist ja verrückt geworden, weil die Situation ja, das ist, es waren ja wirklich viele gute Möglichkeiten, da vorher das Spiel zu entscheiden. Da hätte es ja auch schon jetzt, auch wenn man nicht die blau-weiße Brille auf hat, müsste man sagen, da hätte es ja auch 3-4 oder auch 5-2 stehen können. Aber so wie das dann nachher abgelaufen ist, ist sensationell. Also von daher war der Sieg schon so schöner, als wenn man vorher schon 5-2 geführt hätte. Von daher war das absolut in Ordnung. Ja. Also fand ich gut, ja. Und bringt nochmal einen Tacken mehr vielleicht jetzt auf dem Weg nach München. Ja, ne? Ja. Gut, Mainz ist einer unserer Lieblingsgegner. Da haben wir ganz viele gute Ergebnisse gegen erzielt. Gegen keine Mannschaft haben wir so eine gute Siegquote. Aber bei Bayern ist es natürlich genau umgekehrt. Trotzdem behaupte ich, wenn wir so umschalten, so mutig, mit nicht zwei Mann, wie wir das sonst gemacht haben, die dann vorne immer in Unterzahl sind, sondern mit 4-5 Leuten gleichzeitig losstürmen, dann werden wir auch in München 3-4 dicke Chancen kriegen, weil das nämlich genau das Problem der Bayern ist. Ja, ich glaube, dass die Bayern im Augenblick mit sich selbst am meisten hadern. Also die sind einfach nicht in dem Fluss, wie wir sie aus den letzten Jahren kennen, wenn es auf die Meisterschaft zugeht. Dann sind die eigentlich, brennen die. Aber ich glaube, denen hat der Trainerwechsel nicht gut getan. Und die sind einfach noch zu verunsichert. Passt auch bei vielen anderen Mannschaften, Mannschaftsteilen nicht. Das ist jetzt nicht nur Trainerumstellung, sondern es hakt. Vielleicht ist das unsere Chance. Also wie gesagt, so München rechnet man, wenn man da hinfährt, jetzt in der Situation, in der Schalke ist, ja nicht unbedingt mit dem Sieg, aber so nach den letzten zwei Spielen, Bremen und Mainz, sollte so viel Selbstvertrauen geben, dass man auch in der 90. oder 95. Minute das, was die Bayern immer darstellen, mir ist am Meer und es geht weiter und weiter und weiter, hilft vielleicht unserer Mannschaft, dass sie dann doch in der 90., 92. vor das Tor kommen und was machen und reißen. Ich weiß es nicht. Es ist schwer, aber so. Auf sicher ist, hat ja Bayern München auch ein bisschen Respekt vor uns. Das ist ja schon von der Geschichte her, dass Schalke eigentlich immer in München gut gespielt haben. Mhm. Und die Ergebnisse, gut, ein oder andere Ergebnis war ein bisschen zu hoch mal. Aber dafür haben sie auch mal 7 Stück von uns gekriegt. Aber man muss sagen, Bayern hat eigentlich, wenn die uns gesehen haben, wenn wir da gespielt haben, immer großen Respekt gehabt. Und ich glaube auch, wie du jetzt schon gerade sagtest, Sigi, die sind zurzeit ein bisschen außer Form. Ja, die gewinnen wohl ihre Spiele jetzt hier, wie auch immer, in Bremen ganz knapp. Aber warum, wenn wir einigermaßen stehen und auch richtig zur Sache gehen, sage ich mal, da sind ja auch ein paar gute Fußballer dabei, wenn man denen ein bisschen wehtut, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir da einigermaßen über die Runden kommen. Also ein Punkt ist immer drin in München, das sehe ich einfach so. Nur wie gesagt, die haben natürlich eine sehr gute Truppe und da muss man gegenhalten. Ja, letzter Punkt ist schon ein bisschen her, ne? Februar 19 haben wir da 1-1 gespielt. Ne, Februar 19 war das letzte Tor, das wir überhaupt gegen Bayern geschossen haben. Mit 0 Toren verloren. Ne? Ja. Letzten beiden 0-8 und 0-5 da. Und letzte Tor war Ahmet Kutucu beim 1-3 und davor dann haben wir mal einmal 1-1 gespielt durch Naldo. Die Siege, ne, die waren eher so in deiner Zeit, das 0 hast du schon angesprochen, aber auch vorher schon, 74 im September, habt ihr Leute, das ist 50 Jahre her. Die erste Niederlage der Bayern im Olympiastadion. Ja. Die waren 2 Jahre da und haben keine Niederlage gehabt, über 2 Jahre. Und dann kamt ihr und habt 2-0 gewonnen. Du hast das 1-0 gemacht. Ja, deswegen sage ich ja gerade, Jörg, also Bayern München hat schon so ein bisschen Schiss vor uns. Ja? Das ist also nicht so, dass die sagen, oh, die Schalke kommen jetzt hin, die putzen wir mal eben weg. Das ist von der Geschichte her, haben die da schon so ein bisschen an. Das ist fast wie ein Derby für die.
Ja, aber das wissen die Jungs doch gar nicht, die ja heute rumlaufen. Ja, aber meine Güte, das kann Reis denen ja mal erzählen, ja, dass, dass wir da nicht so schlecht ausgesehen haben. Man muss ja sich nicht vor Angst in die Hose machen. Das habe ich aber auch letztes Mal schon gesagt. Du musst jetzt nicht, weil wir so ein schweres Programm haben, bei jedem Verein sagen, oh, ist schwer. Nein, man muss auf den Platz gehen, man muss zeigen, dass man FC Schalke 4 ist und dann muss man Gas geben. Und dann fängt es eben damit an, was wir die ganze Zeit gesagt haben, über den Kampf zum Spiel kommen. Ja, und dann also, wirst du sehen, dann wirst du auch wieder das ein oder andere Pünktchen holen, ganz einfach. Also ich glaube auch, dass zumindest nach den letzten beiden Spielen, wir hatten ja auch so ein paar Hänger da drin, ne? Das heißt also, wir haben, darf man nicht vergessen, Freiburg war gar nichts, Hoffenheim habe ich mir auch was ausgerechnet, das war auch leider nichts, aber jetzt haben sie, denke ich mir, durch die beiden letzten Spiele Bremen und Mainz einfach, müssen die so viel Selbstvertrauen getankt haben, dass sie merken, ey, das geht, wir können was. Wir müssen uns nicht verstecken und mutig nach vorne spielen. Hinten aggressiv verteidigen, mutig nach vorne spielen. Dann kannst du im Augenblick, glaube ich, so verunsichert, wie die Bayern im Augenblick halt sind, kannst du mit Sicherheit auch da was machen. Ja, aber wir müssen natürlich auch immer nach den... Klar, wenn du in München einen Punkt holst, ist alles top. Aber wir haben ja noch ein relativ schweres Programm. Und wenn ich mir die anderen angucke, Bochum spielt, glaube ich, gegen Augsburg zu Hause, werden die Bochumer gewinnen. Ja, Stuttgart spielt gegen Leverkusen. Hoffe ich, Leverkusen spielt Donnerstag noch in Rom, Sonntag jetzt in Stuttgart, hätte ich gesagt, klar Hertha für Leverkusen. Hertha in Köln. Gut, Hertha, jetzt durch den Sieg haben sie uns einen Gefallen getan, aber da weiß ich nicht, was die in Köln machen. Aber dann haben die Bochumer in Berlin, Stuttgart. Stuttgart spielt zu Hause gegen Leverkusen. Ja, die spielen zu Hause gegen Leverkusen. Ja, den Spieltag drauf, meint er. Ja. So. Also ich glaube, die Einzigen, die keine Punkte mehr holen, sind Hoffenheim, aber die sind durch mit ihren 33. Augsburg macht auch keins mehr. Die spielen gegen Dortmund, in Bochum und... Ist aber im Endeffekt egal, ja. Sigi. Du musst von Spiel zu Spiel gucken. Ja. Und das Spiel ist jetzt Bayern und da musst du dich drauf konzentrieren. Ob du jetzt schon hier darüber nachdenkst, über Frankfurt oder nicht, weil Frankfurt auch hier zurzeit sehr schlecht spielt. Vielleicht kommen die hier hin und spielen auf einmal wieder super. Also das weiß man nicht. Ich glaube einfach, dass man jetzt erstmal Bayern auf den Korn nehmen muss, sich gut zu behaupten, gut stehen hinten, richtig eng an die Leute rangeht. Denn das sind alles geile Fußballer, wenn man den 3 Meter lässt oder 2 Meter, dann ist vorbei. Du musst ganz nah dranbleiben, den vorher gucken, dass man den erwischt und auch Pressing spielen ein bisschen hinten. Sonst hast du Schwierigkeiten. Ja. Sonst überlaufen sie dich und wenn die einmal im Lauf sind, dann wird es schwer, die Karre anzuhalten. Ja, letzte Heimspiel der Bayern gegen Hertha. Haben die Herthaner eine Stunde lang, glaube ich, das 0-0 gehalten und dann haben sie noch 2-0 verloren. Weil Gnabry das Ding dann doch geknackt hat und Sané kurz vor Ende noch einen nachgelegt hat. Also, aber auch da hieß es hinterher von den natürlich auch relativ verwöhnten Bayern-Berichterstattern, ne, ja, das war trotzdem nichts. Ne? Ja, genau das ist das, was der Abi ja gerade anspricht, weil er sagt, wenn du da hinten aggressiv spielst und gut stehst und dann eben auch Nadelstiche nach vorne setzt, dann hast du eine Chance, da eben auch was zu holen. Und ich finde, so nach den letzten Leistungen braucht sich da keiner verstecken. Also von uns. Also da glaube ich. Bist du da? Jo. Na, siehst du. Ja. Du bringst auch immer Glück. In Mainz war ich auch schon. Ja. Da hatte ich allerdings auf der Pressetribüne, glaube ich, das Gebot der Neutralität etwas vermissen lassen. War einfach nicht möglich. Da musste ich mehrfach etwas aus mir herausgehen, dass der ein oder andere böse geguckt hat. Aber ja, was sollst du machen? Ne? Ja, bei dem Verlauf und diesem Verein. Ja. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal. Ja. Ein ganzes Stück vom Abstieg entfernt, also mit 2 Punkten, also das ist egal wie auch immer, das müssen die anderen jetzt erstmal alle aufholen wieder. Und das Problem ist ein bisschen die Tordifferenz, ne? Also ja, auch da heißt es bloß nicht irgendwie von den Bayern sich noch ganz viele holen, wenn es denn nicht mit einem Punkt klappen sollte, aber dann wenigstens die Niederlage in Grenzen halten, denn wir müssen gucken, dass auf jeden Fall die Bochumer die schlechtere Tordifferenz behalten uns gegenüber. Die haben 8 Tore mehr kassiert als wir, oder die Differenz ist 8 Tore größer. Hertha ist 3 Tore hinter uns. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie dann den einen oder anderen Punkt machen werden gegen Köln und gegen Bochum. Ja?
Und ja, dann gucken wir mal. Ja, Stuttgart dann, dann hätte Hertha immer noch 27. Ich glaube 13. Also da ist das immer noch weit genug. Also man also, muss jetzt den Spieltag mal abwarten und dann wird man sehen, was passiert. Also, ja. Also wir haben dann wieder ein Heimspiel, die anderen haben wieder ein Auswärtsspiel. Wenn wir das Spiel zu Hause gewinnen, dann sehe ich da also gute Möglichkeiten drin zu bleiben. Oder mindestens Drittletzter zu werden. Also das ist ja immer das, was ich gesagt habe, Drittletzter muss er werden, sonst wäre natürlich eine Katastrophe. Ja, da läuft es ja wohl auf Heidenheim oder HSV raus. Heidenheim hat jetzt auch nicht gewonnen, scheint auch nervös zu werden. Aber HSV, HSV ist nicht gut drauf. Ja. 4 Punkte dahinter, St. Pauli und Düsseldorf, die eine ganz andere Luft unter den Flügeln haben. Ich würde mir dann, in dem Augenblick würde ich mir aber, glaube ich, eher den HSV wünschen als Heidenheim, wenn das zur Relegation kommen würde. Ich will es nicht, damit du auch nach England fahren kannst. Weil... Klar, wenn das gute Ende dann bei uns liegt, auch okay, dann hat man nochmal 2 Spiele Spannung. Das macht ja auch Laune, aber das braucht eigentlich kein Mensch. Ne? So Relegation ist ein bisschen Nervenkostüm ist jetzt schon. Nee, ich bin auch sehr dünn. Am Freitag bei dem Elfer bin ich weggegangen, konnte ich mir nicht angucken. Habe ich gesagt, geht nicht. Nee, sowas gucke ich mir schon an. Ja. Ja. Du bist ja auch hart im Nehmen. Ja, ich nicht. Stimmt. Ich bin ja Weichei. Kaltblüter. Ich glaube ja nicht an den einen da oben im Himmel, aber da habe ich auch die Hände zusammen gehabt. Ja, so. Ja, das glaubst du wohl in der Situation. Ja, vielen Dank. Alles klar. Wir gucken, schönen was Dank, passiert Jörg. Und reden drüber. Ne? Dann nach dem Bayern-Spiel und sagen einfach mal, Bayern ist das leichteste Spiel des Jahres. Keiner erwartet, dass du da was holst. Also kannst du reingehen mit allem, was du hast und versuchen. So ist Jörg, es. Ja. Schönes Schlusswort. Hast du eigentlich recht. Ja, dann passt ja. Dann sagen wir ja auch Tschüss. Tschüss, Glück auf.